Ja, und nicht nur Deutschland, auch China ist von heftigen Unwettern betroffen. Starke Regenfälle gab es vor allem in der Region Henan. Die Behörden sprechen inzwischen von mindestens 51 Todesopfern. Fast 500.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Wassermassen und kein Ende. Schon warnen Meteorologen vor einem Taifun in Fahr. Er bewegt sich von der Ostküste auf das Landesinnere zu. Es drohen also weitere Unwetter. Die Straße einfach weggespült. Das hat Frau Zhang in 74 Jahren ihres Lebens noch nicht gesehen. Sie flüchtete sich in den zweiten Stock ihres Hauses, als das Wasser kam. Ich hatte große Angst. Das Wasser kam mit einer solchen Gewalt herunter. Es hat die Häuser dort einfach mitgerissen. Dabei hat Frau Zhang noch Glück. Ihr Haus blieb ganz und sie ist erreichbar für die Hilfslieferungen. Viele Straßen hier in der Gegend sehen so aus. Und die Gegenden und Dörfer, die am schlimmsten erwischt wurden von dem Hochwasser, sind oft noch gar nicht zugänglich. Unten in der Stadt Mihe hat das Wasser noch größeren Schaden angerichtet. Bewohner suchen im Chaos ihre Autos oder das, was davon übrig ist. Auch 3 Tage nach dem Hochwasser hat die Stadt keinen Strom. Viele sind bei Verwandten oder in Notunterkünften untergekommen. Ich bin nur zurückgekommen, um zu schauen, wie die Lage ist. Wir haben keinen Strom, kein Wasser, kein Gas. Ich könnte mir nicht mal was zu essen machen. Eine Vorwarnung vor der Sturzflut hat es nicht gegeben. Der Supermarkt im Souterrain vollgelaufen mit Wasser und Schlamm. Wie viele Opfer es in der Stadt gegeben hat, ist nicht bekannt. Für die nächsten Tage ist noch mehr Regen angekündigt. Ja, Matthias Bühlinger ist für uns im Hochwassergebiet in der Stadt Chengdu. Ja, die Bilder aus China, die sind wirklich erschreckend. Wie schnell gehen eigentlich so die Aufräumungsarbeiten dort voran? Das kommt sehr darauf an, wo man ist. Also zum Beispiel hier in der Innenstadt von Zhengzhou, in der Hauptstadt der Provinz, geht es um einiges schneller als eben in diesen Orten. Da, wo ich heute den ganzen Tag war, in dieser Stadt Mihe zum Beispiel, das sind wirklich ganz am Anfang. Es geht darum, dass die Leute den Schlamm vor ihrer Haustür, der sich da aufgetürmt hat, wegschaufeln, um einen Weg auf die Straße frei zu machen. Es geht darum, dass diese ganzen Autos weggeräumt werden müssen. Vereinzelt kommt mal ein Gabelstapler vorbei und bringt eins von denen weg. Aber es sind eben auch so viele, dass das noch lange, lange dauern wird. Und es geht jetzt aber auch vor allem erstmal darum, die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen und solche Dinge. Das hat im Moment Priorität. Also bis das aufgeräumt sein wird, das wird noch einige Zeit dauern. Und was bedeutet das denn gerade, wenn Sie darüber sprechen, Hilfsangebote für die Menschen? Werden die denn erreicht und was beobachten Sie? Naja, es kommt drauf an, ob die Straßen, es gibt eben auch noch Orte, die gar nicht zugänglich sind. Aber die Orte, die zugänglich sind, da kommen Leute rein aus überall, aus verschiedenen Teilen von China. Die bringen Batterien mit so kleinen Trinkwasserflaschen und so weiter. Die Leute haben auch Grundnahrungsmittel bekommen, zumindest die wir gesprochen haben, die logischerweise an Orten gewohnt haben, die erreichbar sind. Es gibt eben keinen Strom, kein Gas. Und so wie die Stromleitungen da aussahen, wird es auch noch ein bisschen dauern, bis man den Strom da überhaupt wieder anstellen kann. Die hängen also in den Fluss oder liegen quer über die Straße. Die Masten sind umgekippt. Und insofern werden die Leute da noch ein bisschen improvisieren müssen, noch einige Zeit lang. Für das Wochenende ist nun ein erneuter Taifun angekündigt. Wie groß sind da die Sorgen, dass sich die Situation auch in Chengdu weiter verschlechtert? Also dieser Taifun, der wird vermutlich irgendwo in der Gegend von Shanghai oder südlich davon auf die Küste treffen. Und Taifune, die kommen ja vom Meer, dann treffen sie auf die Küste, da sind sie am heftigsten und dann schwächen sie sich ab. Das ist ungefähr so, wie wenn, also wir reden jetzt davon, wie sich auf das Klima in Berlin auswirken würde, wenn ein Taifun, wenn es den denn da gäbe,
auf die Küste der Normandie treffen würde. Also das ist ungefähr die Entfernungsverhältnis. Es wird also man wird den hier nicht direkt spüren. Aber natürlich, sowas bringt mit sich, dass die Luft in Bewegung ist, dass Luftmassen aufeinander treffen. Und das kann durchaus auch so weit noch Auswirkungen haben. Also man rechnet schon damit, dass es hier noch regnen wird. Es ist aber nicht ganz klar, wie stark bisher die Prognosen, die gehen nicht davon aus, dass es noch mal solche Sturzfluten wie diese Woche geben wird. Das waren ja innerhalb von 3 Tagen die Wassermassen, die normalerweise in einem Jahr hier runterkommen, die dann eben in diesen paar Tagen runtergekommen sind. Matthias Böhlinger, vielen Dank für all Ihre Informationen und passen Sie gut auf sich auf.